Hallo Freunde, hier ist wieder Radio 88. Warum darf ein Manta-Fahrer in der 4. Klasse rauchen? Weil er dann schon 18 ist. Kennt ihr schon den kürzesten Manta-Witz? Steht ein Manta vor der Uni. Okay, was geht einem Manta-Fahrer durch den Kopf, wenn er mit 180 gegen eine Mauer brettert? Der Heckspoiler. Und jetzt wieder Radio 88 Power Sound und der ist so stark, der bügelt euch die Beulen aus der Karosserie. Hast du meine Kippe? Ja. Wieder ist große Manta-Night auf Radio 88. Alle Hilfsschüler der Klassen A und B werden aufgefordert, sich vor den Geräten einzufinden. Okay, warum bekommen Manta-Fahrer eigentlich kein AIDS? Auch Viren haben ihren Stolz. Und warum werden Manta-Fahrer nur montags beerdigt? Ist doch klar, da haben die Friseusen frei. Steht ein Parkplatz voller Mantas. Was hat das zu bedeuten? Elternsprechtag in der Sonderschule. Jetzt Bert, wir fahren jetzt zu dem Sender und hauen dem Sack was auf die Nüsse. Okay, 16 Manta-Fahrer lungern vor dem Kino rum, gehen aber nicht rein. Warum nicht? Die warten noch auf zwei andere. Der Film ist erst ab 18. Jetzt ist Schluss! Hier ist der Berti. Was ist der Unterschied zwischen einem Radiosprecher und einem Arschloch? Soll es gibt keinen! Wie soll das? Die Leute haben was vor? Manta, 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 Manta,